Szene. Was wäre eigentlich aus dir geworden, hättest du nicht mit Feng Shui angefangen? Was wäre aus dir geworden? Bist du Feuerwehrmann geworden oder Barfrau? Nein, beides nicht. Ich weiß nicht, was wäre ich geworden, wenn ich nicht Feng Shui... Ich glaube nicht an Zufall, weißt du? Ich denke mir, dass es... Also, dass man so eine Resonanz auf dieser Erde hat, dass man sowieso das... Achso, sozusagen vorgesehene Vorsehung oder sowas. Genau, das meine ich, das glaube ich, weil, schau mal, als ich angefangen habe mit Feng Shui, da wollte ich immer wieder aussteigen. Ich habe gesagt, es ist so schwer, das geht jetzt nicht, und dann hatte ich ja den Lehrer nicht den richtigen gefunden als allererstes. Und dann haben wir gedacht, nee, also vielleicht ist es doch nichts, aber es kam immer wieder konstant, ich konnte ja nicht aufhören. Manchmal ist es ja dann so, da wo man denkt und zweifelt, gibt es ja auch am Anfang, wenn man noch nicht so viel ausprobiert hat. Und trotzdem bin ich dran geblieben und jetzt weiß ich halt einfach die Na, was motiviert dich denn da? Was? Was motiviert sich denn da? Was motiviert mich beim Funktionieren? Also jetzt die Ergebnisse, also nach den vielen Jahren die Ergebnisse. Am Anfang war es einfach immer gedacht, was so alt ist, muss irgendwie funktionieren. Das gibt es doch nicht. Die hätten sich doch nicht die Gedanken dazu gemacht, oder? Sicherlich. Dann habe ich mir gedacht, naja, aber was ist jetzt das Richtige, weil so viele verschiedene Arten vom Feng Shui auf dem Markt sind. Also zum Beispiel intuitives Feng Shui, wo ich ja nichts so wir rücken den Blumentopf und dann hängen die Swarovski-Kristalle an die Wand. Genau, also vielleicht sowas. Oder auch ich gehe in einen Raum rein und fühle was und dann ist es gut oder schlecht. Aber das kann auch die eigene Emotion sein, die dann hochkommt. Also meiner Ansicht nach... Man kann natürlich immer spüren und fühlen, aber man muss auch wissen, was man tut. Ja. Und das geht einfach beim klassischen Feng Shui. Und da bin ich ganz glücklich. Da ja gut, aber das kommt ja im Prinzip, es ist ja Teilgebiet der TCM, der klassischen chinesischen Medizin. Zum Beispiel, die Tür soll nicht im Westen sein. Ja, ganz logisch, die Chinesen haben da die Wüste Gobi und dann wird der Sandteil sein. Wie kriegst du eigentlich Privates und deinen Job zusammen? Das ist ja alles Fulltime. Das ist Fulltime. Habe ich überhaupt noch ein Privatleben? Ja, ich weiß nicht. Also es mischt sich, gell? Es mischt sich, aber trotzdem habe ich schon viele Freunde und Gott sei Dank auch viele Freunde gefunden, auch beim Feng Shui. Ich liebe Sport, also ich gehe an Golfen neuerdings, gell? Das hast du noch gar nicht mitgekriegt. Und Yoga natürlich, das bringt mich runter, Meditation. Und ich bin ja auch Buddhistin, also ich ziehe mich dann schon wieder zurück. Und ich liebe meine Kinder, die haben aber, weißt du, sowieso nie Zeit für mich, ist ja immer so. Ja, das ist immer so. Ganz klar. Einmal Mama, immer Mama. Genau, und die kommen dann auch ab und zu mal. Und ja, ich gehe ganz gerne ab und zu ins Kino, aber ich meine im Endeffekt locker vom Hocker. Das kriegt man schon alles zusammen. Urlaub verbindet man gleich mit Feng Shui. Ja, gut, dann ist das eine finanziert das andere. Naja, das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also so, schau mal, wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub fahre, dann muss ich einen Rechner mitnehmen, weil wenn ich alles aufschiebe, dann ist das kontraproduktiv. Und so kann ich dann einfach sagen, okay, der Mitarbeiter kriegt das, der kriegt das zugeschickt, der kriegt das. Und so habe ich eigentlich vielleicht am Tag so eine halbe, dreiviertel Stunde und dann kann ich trotzdem meinen Urlaub genießen. Also das meine ich. Du solltest die Sonnenbrille wieder aufsetzen, du bist jetzt ganz runzlig. Besser. Das ist deine größte Herausforderung? Meine größte Herausforderung demnächst? Also nicht das Thema, was wir vorhin schon hatten, das andere Thema. Also ja, die größte Herausforderung ist eigentlich für mich immer, das vom Feng Shui publik zu machen. Und mein größter Wunsch in Deutschland wäre, dass es ein anerkannter Beruf ist mit einem wirklichen Zertifikat und Siegel, weil da ist wirklich so viel Humbug auf dem Markt, da will man echt manchmal denken, man könnte davonlaufen. Und das würde ich ganz gerne mit renommierten Meistern zusammen machen, also die da wirklich sich auskennen. Also das ist einfach ein großer Wunsch, dass halt das klassische Feng Shui und die Wirkungsweise auch wirklich anerkannt wird und man ein Zertifikat machen muss. Und und der zweite Wunsch ist, dass sich eigentlich alle Feng Shui-Verbände und Organisationen zusammensetzen und mal darüber diskutieren, wie man das Ganze bewerkstelligen kann. Ja, also aber das sind alles Einzelkämpfer. Ja, also ich meine, ich bin da wirklich Idealist, sage ich dir ganz ehrlich. Es wäre einfach mein Wunsch. Und wenn du mich fragst, dann ist es einfach, dass es der wichtigste Punkt ist, gerade alle Verbände mal auf den Tisch zu bringen, zu diskutieren.
diskutieren und dann ja, mal einen Punkt zu machen, wo wollen wir überhaupt gemeinsam vielleicht hin, was könnte unser gemeinsames Ziel sein. Jo, danke schön.